Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Limbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute im nächsten Take zum Thema die häufigsten Fehler im Kraft- und im Fitnesstraining. Was denkt ihr, was ist an Nummer 3? An Nummer 3 ist das allgemein bekannte Training bis zum Muskelversagen. Wer von euch kennt es nicht? Wenn es nicht mehr geht, unbedingt noch eine Wiederholung machen, vielleicht sogar noch zwei. Am besten steht noch ein Trainingspartner hinten dran, der einen größten Anteil dieser Belastung dann auch noch mit abnimmt. Und somit natürlich wird hier trainiert, jeden Satz in jedem Training bis zum muskulären Versagen. Dazu gibt es einen guten Spruch. Muss man eine Mauer erst abreißen, um sie höher zu machen? Nein, man muss einfach nur oben draufsetzen. Und deswegen ist ein grundsätzliches Training bis zum Muskelversagen nicht sinnvoll. Warum? Ganz einfach. Wenn wir trainieren und wir haben jetzt zum Beispiel 12 Wiederholungen vorgenommen und wir merken bei der 10., zum Beispiel Bankdrücken lässt sich hier gut zeigen, bei der 10., ich schaffe es fast nicht mehr ruckfrei die Bewegung auszuführen, dann muss ich nicht noch eine und vielleicht noch eine Wiederholung machen, die dann letztendlich nicht mehr den Zielmuskel belastet, sondern nur noch die Stabilisatoren. Und hintendran der Trainingspartner, der sollte auch grundsätzlich die Finger weglassen, der sollte mich das selbst ausführen lassen. Und nur dann, wenn ich komplett versagen soll aus irgendwelchen Gründen, dann sichert er ab und nimmt das Gewicht raus. Fertig. Warum nicht bis zum Muskelversagen? Ganz einfach. Schaut mal, wir sind hier auf einer Ebene. Das heißt, Muskelversagen bedeutet Folgendes. Wir haben hier auf der Seite Laktatspiegel, hier auf der Seite Energie. Energiehaushalt im Muskel. So, jetzt trainieren wir 12 Wiederholungen. Jetzt sind wir unten, wir sind schon bei 10 Wiederholungen. Energiespeicher ist komplett leer und der Laktatwert im Zielmuskel ist sehr hoch. Das bedeutet, durch den hohen Laktatwert wird dem Muskel keine Energie mehr zugeführt. Und vor allem, der Energiespeicher ist komplett leer. Jetzt wollen wir noch eine Wiederholung machen. Was passiert? Wir schaffen die natürlich auch irgendwie, vor allem wenn der Partner hinten dran steht, indem wir sie irgendwie mit schlechter Technik nach oben bekommen. Was passiert aber? Ihr schiebt natürlich wesentlich mehr Signale über die Nervbahn nach außen, wo aber letztendlich vom Muskel nicht mehr richtig verarbeitet werden können. Warum? Weil keine Energie mehr da ist. Der Energiespeicher ist leer. Was passiert? Jetzt machen wir zum Beispiel ein Training bis zu 30 Sätze bis zum Muskelversagen. Was wird letztendlich tatsächlich müde? Das nervale System. Der Signalgeber, der dem Muskel sagt, was er tun, was er lassen soll. Was bedeutet das? Die nervalen Systeme werden müde. Das bedeutet, beim nächsten Mal, wenn wir nächstes Mal wieder einen Satz ausführen, beziehungsweise im nächsten Training, haben wir müde Nervbahnen. Und diese müde Nervbahnen führen dazu, dass wir weniger Signale an den Muskel senden können. Und das wiederum bedeutet, dass die Leistungskurve nach unten geht. Und genau deswegen sollte man nicht grundsätzlich bis zum Muskelversagen trainieren, dass man ab und zu mal ans Muskelversagen kommt. Wenn man eine neue Gewichtsbelastung ausprobiert, dann ist es normal. Es ist aber ein oder zwei Sätze und nicht 30 Sätze insgesamt. Das wär's schon. Das war's. Hört an Andreas Riemenbacher aus Karlsruhe zum Thema: Bitte nicht bis zum Muskelversagen trainieren.